Ja, er war definitiv nicht verkehrt. Also so ein Prophet, der kriegt mehr mit bei diversen anderen. Mussten Schloss knacken. Kein Sachen. Dass es denen nicht schlecht geht. Geschafft. Hier, abschneiden. Für die Kasse. Juhu. Sehr. Noch mehr Geld, überall mehr Geld. Silver Eagles, sehr schön. Oh. Meine Fresse. Was ruft jetzt an? Okay. Muss warten, ruf ich später zurück. Nur noch mehr Geld. So, nein, 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 Elizabeth. Nein, 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 wo ist mein Klang? Da lang. Ja, okay, wir gucken aber jetzt noch auf der anderen Seite. Vielleicht finden wir da noch was. So, zack, 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 zack. So, aha, 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 aha. Nö, da haben wir da nichts mehr. Okay, dann ist ja soweit alles gecleant. Mich nervt gerade, dass ich diesen komischen Fischmarkt nicht gefunden habe. In einen Laden. Oh, aber das ist ein Ressort. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Die will da lang, ich gehe hier lang. Pfiff. Glaub's aber. Bank auf irgendetwas. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier noch irgendwas finden. Lockpicks zum Beispiel. Ganz wichtig. Ja, mach halt einfach die Türe auf. Können ja Gegner hinterlauern. Aber YOLO. Interessiert ja keinen. Hm. Ich finde es interessant, dass die Gegend hier an sich gerade so groß ist. Oh, wir können hier Material abluten. Oh, meine Fresse. Ich werde noch reich. In-game zumindest. Outgame Masters. Ja, jetzt kriege ich das Ding hier. 14 aller Fälle lassen Gegner Salze fallen. Wünsche ich mir. Aber ja, wir brauchen wir jetzt nicht. Wir arbeiten zwar damit, aber bis jetzt passt ja alles soweit. So, dich noch kurz entlooten, dann kommt noch da oben hoch. Hier damit ist etwas Geld. Oh, ich konzentriere mich gerade, habe mich eingestellt, dass hier gleich was kommt. Guck mal da. Auf dem Briefpapier ist eine Chiffre. Ja? Herzensschneiderei. Vielleicht ist dort das Codebuch. Optional, finde die Chiffre. Oh, super. Herzensschneiderei. Hier ist nichts, ne? Nee. Oh, das heißt, wir müssen raus und komplett zurück. Ach, warum denn? Spiel. Ich glaube, wir laufen da eh noch vorbei. Dann bevor wir jetzt zweimal laufen, also dorthin und wieder zurück und ne. Machen wir es, glaube ich, ein bisschen intelligenter. Dann laufen wir erstmal den Weg hier ab und dann denke ich, hoffentlich wird das passen. Ah, da ist irgendwas vorbeigelaufen. Ja, ist okay. So richtig, oh ja, ist ein Geist vorbei. Ja, ja, ist normal. We don't care, Ghostbusters. Schönes Bild, ne? Wahrscheinlich so ein Bank, den ich habe, oder? Bank of the Prophet. Darf ich jetzt lachen oder später? Will da rein? Große schwere Tür? Da ist nichts, 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 da ist auch nichts. Bist du was? Nein, du bist auch nichts. Das gibt's doch nicht. Nur einschreiben mit den ganzen Fächern hier, wo was drin ist. Oh. Eindringling! Ja, passiert manchmal. Ja, macht doch noch keinen Stress. So, jetzt sind wir noch einfach mal die Bude hier an. Jetzt hab ich den Schnauze mal voll. Ein Scharfschütze! Oh, Salz, wo? War ein Scharfschütze. Hätte ich mal eher gesagt. War einer, meine Kleine, das war einer. Er wollte früh von uns gehen und konnte seinen Tod nicht mal ins Auge sehen. Hallo? Na, ah, jetzt sind wir da dessen. So, da war nichts. Super. Natürlich noch mega geil, auf einmal die
Gegner da bleiben würden, die auch gar nichts gedroppt haben. Scharfschütze-Munition. Warum hat ein Scharfschütze wieder Raketenwerfer-Munition dabei? Was hat denn das für ein Scheiß? Ja gut, das muss ich vielleicht nicht ganz verstehen. Er ist ja immer etwas anders, nicht so Scharfschütze. Scharfschützen wissen wir ja, wie die alle wissen, sind für ein sehr einsames Leben. Oh meine Fresse, es bewegt ein Bob sehr mal, dass er den umlegen kann. Meine Güte. Ein Riss. Nein, machen wir jetzt noch nicht. Nein, bis... Okay, müssen wir doch machen. Ich dachte, vielleicht geht's ja noch lang. Oh, was haben wir da? Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Was für ein Scheiß, hier darf keine Waffe fallen. Bist du bekloppt? Ah, Lockpicks, sehr schön. Sind wir reichlich ausgestattet mit dem Zeug. Ich will aber vorher mich noch umgucken, bevor wir einen Riss öffnen. Ja, eine Krähe wieder, bla bla, das Übliche. Der stirbt doch eh. Ich weiß gar nicht, was er andauernd will. Andauernd, nee, ich bin eine Krähe. Ich komme her und töte dich. Ich habe schon den ersten von dir umgelegt. Dein Nachfolger war jetzt auch nicht sonderlich viel schwerer. Hey, jetzt werde ich nicht sagen sollen. Könnt ihr ein bisschen... Oh, könnt ihr nach Blutrache dürsten. Ist ja gut, wäre möglich. Allerdings gibt es auch nicht so viel Mitlebende. Da ist ein Tresor. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Das gibt's doch nicht. Was ist das für eine scheiß Bank? Ich glaube, die ist ausgeraubt worden. Sie konnten nichts dagegen tun, wahrscheinlich keiner mehr da war. Ah, guck mal einer an. Kriegst du das auf, Elisabeth? Mal sehen, natürlich, was ich tun kann. So, jetzt will ich mal reinhören. Lutes sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen, aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Verständlich, bei dem ist ja eh alles zusammengelogen, wie es aussieht. Tötet sie alle! Was ist das? Meine Fresse! Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ach, halt doch die Fresse. Das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Sie und mein Vater. Ich kapier das selbst gar nicht so richtig. Na, wenn ihr meint. Auf jeden Fall beschwert sie gerade, wie ich das umlegen sollen. Finde ich etwas ungeil, aber okay. Also, ich muss schon sagen, schon ein bisschen blöd, wenn man direkt von einem Gegner auftaucht. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah an der alten Bank. So, meine Fresse, lässt du Loot liegen? Ich hoff's. Munition raus, ist ja nämlich schön. Ach, da waren wir schon. Okay, gut. Mal kurz nachladen. Ich würde gerne für meine Lieblingswaffe Munition finden, aber sieht schlecht aus.
Finde den letzten Riss. Oh Mann, ich regne jetzt noch einen Riss, du. Ah, sehr schön. Für meine Sicherheit. Dann lass mal gucken. So. Was gibt's denn hier Feines? Bap, 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 voll. Wo war die andere Waffe? Da war sie, andere Waffe. So, auch voll. Gut. Nachgeladen. Nachgeladen, gut. Können wir jetzt gehen. Falls er lebt, ist er tot. Achso, ich dachte gerade, er hätte irgendwas im Gesicht. Eine Nadel oder sowas. Ah, da ist ein Knopf. Gut. Ja, Bereich bitte verlassen. Ich suche die blöde Chiffre jetzt nicht. Ist mir zu doof. Zumal verkoche ich hier langsam im Zimmer. Ne? Immer so am Rande. Ich zerfließe so gern. Ich zerfließe so gern. Ey. Mach mal die Hütte auf. Oh, fick die. Ah, ne, da drüben ist letzte richtige Dachkratzer. Warum brennt die jetzt? Stinkt, gell? Aha, 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 aha. Oh, noch ein bisschen Geld. Gut, okay. Ach so, da ist. Wo ist man hin? Da wieder rüber? Ach komm. Vielleicht andersrum? Mal gucken, ob das hier stimmt, was ich mache. Da lang, okay. Hier lang wieder. Ganz weit zu uns bewusst, okay. Und hier lang, oder? Oh, zum Glück. Gut, jetzt rennen wir mal ein bisschen. Warum höre ich immer so eine blöde Scheiße? Wenn wir rein zu welchen Schmied finden und die Chiffre. Okay, kein Thema. Als explizit nachsuchen werde ich nicht, weil tierisch müssten wir die schon gefunden haben. Wir haben ja schon den Laden, den es gibt. Finde den letzten Riss, da bin ich eh gespannt. Das heißt aber, dass Comstock beauftragt hat, sie umbringen zu lassen, wie ich vermutet hatte. Wie ich es vermutet hatte. So ein blödes, verrücktes, krankes Schwein. Ja, ich drücke einfach gerade ganz erstmal, wie es noch lang geht. Echt. Also, total, der Mann ist durch mit der Welt. Denkt man, da hält dann ein Psychotherapeut mehr oder so. Photos take care. Dann können wir kurz hier, wenn wir schon hier sind, ist zwar eh nicht der richtige Laden. Irgendwas mit Stoffladen war es ja. Wenn ich es richtig weiß. Aber gut. Schön ist ja auch, dass Elisabeth Mitzug bei sowas. Was ich äußerst angenehm finde, muss ich dazu sagen, weil da meistens mal allein zu suchen. Ist dann. Da sucht man sich manchmal schon Wolf. Das ist, wenn ich mal hier oben lang gucke. Gibt es hier oben noch Läden, die geöffnet haben oder offen sind? Da ist doch was. Hilf mir mal mit dem Schloss. Na klar. Das wird der Stoffladen sein. Bitte sehr. So, bei Nahkampfstart finde ich, muss ich die Chance, das hier zu verbrennen. Ach, ist doch mir egal. Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte: In Ihrem Stammbaum gibt es ein, zwei Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilten. Mhm. So, das heißt, wir haben da nur was gefunden. Schade. Truckstore. Ich glaube, da drüben ist noch ein Laden, den wir erkunden können. Ja, das ist mir keine Ruhe, genau mit dem einen blöden Fischladen. Das Salty-Dinger da. Closed. Drüben kommen wir nicht rein, ne? Ne, sieht schlecht aus. Da ist auch zu.
Sollten wir scheinbar eh da lang. Ja, da kommen wir nicht rein, genau. Hier ist nichts, wobei es extrem verdächtig aussieht, ne? Das auch, so ist mich jetzt gefreut, wenn da in der Nische was gewesen wäre. Aber nein, Spiel ist ja nicht so gnädig zu uns. Warum denn auch? Warum sollte es denn? Ziff. Ich denke eigentlich, wir sind relativ gut fortgeschritten jetzt. Und ich glaube auch, wir haben es bald. Ach, da lang. Okay. Sind Kollegen wieder. Munition haben wir aufgerüstet. Das passt. Da geht es jetzt zur Dingens hin, ne? Jetzt bin ich eh mal gespannt, wo wir jetzt hin müssen. Finde den letzten Riss. Eine Fähigkeit haben wir leider übersehen. Irgendwo, ich weiß nicht wo, da hätte ich gleich reagieren müssen. Oh, guck mal, da kannst du was Neues lernen. Vielleicht findest du ja auch eine neue Fähigkeit. Du findest hier gar nichts Chiffre-ähnliches. Hä? Was? Wo bist denn du? Nee, ich glaube, das heißt nein. In ihrer Sprache. Ich finde es schade, dass wir hier nichts finden können. Abgesehen von Texturen, die schweben. Wobei, hier könnte ja auch sowas von was sein, ne? Sieht richtig nach einem Versteck aus. Kurz hier rüber. Können wir bestimmt auch aufhüpfen. Wenn wir es könnten. Eigentlich müsste man. Ja, nee, ist eine Alpha-Wand. Ich hasse Alpha-Wände. Da macht irgendwas anderes hin, aber keine gottverdammte Alpha-Wand. Was? Ich muss zurück? Irgendwas verpasst? Ach, doch hier lang. Okay. Gut. Leiche? Huch! Aufpassen, wo ich hinlaufe. Oh. Das brennt. Der ist wahrscheinlich drunter, ne? Ja, 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 hättest du wohl gern. Elisabeth, lass uns auch mal hier umgucken. Vielleicht finden wir hier noch was. Falls sie zum Beispiel nicht aufheben können, weil wir eh schon voll sind. Ah, ein Lockpick. Noch Bananas. Bananas! Warum zum Teufel? Ach, Mann, immer wenn die Haken kommen, weiß ich eh, dass bald wieder was passiert. Tödliches Stampede. Gefangen von Männern. Benutzt, um zu zähmen. Den bockenden Bronco. Ach, das ist wahrscheinlich das Automat am Sack, ne? Ja, ja. Eins. Zwei. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sterbe ich, vielleicht auch nicht. Wir wissen das schon. Außer. Jesus Christ. Nein, Spaß. Was? Es war schon? Jungs. Nee. Die will, dass man da reingeht. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Ich will gucken, ob ich die Sache jetzt hier noch finde. Ha, guck mal. I love Picks. Das kriege ich hin. Gut, dann mach mal auf. Erledigt. Dankeschön. Wie geht es mit dem Salty Fish noch aus dem Kopf? Erhöht einen Skyline-Schaden. Ach, ist doch mir egal. Skyline ist zwar eigentlich eine coole Sache, aber muss man nicht immer alles gehabt haben. So. Und da hier noch so viel Platz ist, behaupte ich mal, könnte hier noch was sein. Wir können den brennenden Laden da rein. Müssen wir nicht da lang, ne? Und da unten geht es auch noch wohin? Ah ja.
Ich habe die Zeichen gesehen und ich weiß, was sie bedeuten. An Häftlinge getestete Produkte für ihre Sicherheit. Wartet mal. Mark District? Komm, jetzt kann ich zum Anfang zurück oder täusche ich mich gerade schon wieder? Ich erkunde gerade gerne. Ich hoffe, ihr verzeiht das, ne? Oder könnt ihr es vielleicht ein bisschen nachvollziehen? Wer? Wer? Wer ist der? Oh! Ah, ja, ja. War nochmal mein Fehler. So, tot, Thema erledigt. Meine Fresse, immer das gleiche mit den Freaks. Kann ich jetzt hier mal bitte den Laden aufmachen? Was ist meiner? Hat kein Schild mehr. Meine Güte. Lockpick, hopp, 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 hopp. Hab's eilig und langsam muss ich auch mal so. Oh, guck mal, da drin hat jemand was. Dankeschön. Wilson, Bros, Bottling Brooks. Leben haben wir eigentlich genügend. Ich will noch ein bisschen mehr. Ja. Ich fühle mich schon besser. Ja, ist doch schön, wenn es besser geht. Sehr schön, her damit. Ja, da können wir nachher gleich noch Munition kaufen. Und zack, geht die Tür zu. So, jetzt müssen wir den Freak hier mal kurz looten. Hab da ein paar Lockpicks. Gut, da geht's dann weiter. Okay. Ja, ja, jetzt. Dann atmen den Rauch halt aber nicht ein. Ah, guck mal, hier haben wir noch einen Schrank. Das ist was für dich. Safe. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Sei froh, dass wir auch so machen darf. Lockpick. Nee, doch, Lockpicks. Silver Eagles. Boah, 4673. Krass da aus. So viel hatte ich noch nie. Okay, wir müssen zurück. Ich weiß. Aber ich gucke mich ja gerne um. Ich kann nicht wissen, dass das hier... Finde den letzten Riss. Du kannst mir am Arsch lecken. Du wolltest mit einem Lade da reingehen. Das war da vorne auf jeden Fall irgendwo. So, jetzt da hoch. Und da oben nämlich war noch was. Ich bin ja nicht ganz blöd. Das war nicht die Tür, die abgeschlossen war, oder? Ja, das brauche ich auch eine Haarnadel dafür. Mal gucken, ob wir Post bekommen hat, Finanzamt oder so. Nee. Bitteschön. Dankeschön. Leute, ich bin gleich.